KTM-Pilot Lennart Majonek startet das Sonntagsrennen der ADAC GT4 Germany von der Pole. Neben dem KTM geht der McLaren von Fred Martin Dye und Phil Doerr ins Rennen. Doch beim Start ist Fred Martin Dye etwas zu zaghaft. Reinhard Kofler übernimmt früh den zweiten Platz, womit jetzt zwei KTM vorne sind. Majonek vor Kofler, dahinter der McLaren. Einer der Gewinner der Startphase ist Nikolai Möller-Madsen. Von 11 auf 4 auf den ersten Rennmetern. Doch Luca Sandro Treffs und Gabriele Piana sind dran am Porsche. Ein Dreierpaket, das sich hier am Sachsenring mehrere packende Fights liefert. Möller-Madsen erhält anschließend allerdings eine Durchfahrtsstrafe, weil er beim Start seine Position nicht korrekt hielt. Der Porsche fällt dadurch erstmal zurück. An der Spitze KTM gegen KTM. Reinhard Kofler mit dem Angriff gegen Lennart Majonek und Kofler übernimmt mit diesem Manöver die Führung. Mittendrin in der Phase der Fahrerwechsel. William Trigurta schnappt sich in der ersten Kurve nach Startziel der McLaren von Phil Doerr. Trigurta damit auf Platz 4. Und als Michael Schrey den BMW von Gabriele Piana pilotiert, kehrt er vor Florian Janitz, der den KTM von Kofler übernahm, zurück auf die Strecke. Führungswechsel und jetzt wird's richtig spannend. Schrey vorne weg, es kommt zur Berührung mit Janitz, der sich innen vorbeidrücken will. Beide geraten etwas aus dem Tritt. Lachender Dritter ist Julian Apotillo, der im gelben Mercedes die Spitze übernimmt. Janitz muss anschließend Schrey aber wieder vorbeilassen. Trigurta nutzt den Moment und fährt vor auf den zweiten Platz. Dahinter nun Schrey und Janitz. Und Janitz ist nun mit mächtig Wut im Bauch unterwegs, greift anschließend den BMW an und fährt vor aufs Podium. Weil Janitz auch noch Trigurta kassiert, beendet er gemeinsam mit Teamkollege Reinhard Kofler das Rennen auf Platz 2 hinter dem Duo Apotillo und Luca Sandro Treffs, die damit auch als Tabellenführer vom Sachsenring abreisen.